Suicide Squad Kill the Justice League ist seit dem 2.2. auf dem Markt. Ja. Mit dem Command, Ausrufezeichen Suicide Squad. Oder unten in den Panels oder auf YouTube, unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch das Spiel gerne mal anschauen. Ist jetzt ganz oder relativ frisch draußen. Wir haben heute die Ehre, dass wir von Warner eingeladen wurden, das Spiel zu testen und mal reinzuschauen. Wir werden jetzt das Tutorial und dann noch 2 weitere Stunden spielen. Das Ganze wird es auch uncut auf meinem YouTube-Kanal geben. Falls ihr also, wie gesagt, jetzt nicht die ganze Zeit dabei bleiben wollt oder könnt, dann könnt ihr auch später euch das VOD geben auf Log, auf Bock. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, wir gehen direkt rein. Suicide Squad habe ich eigentlich immer gefeiert, wenn ich was davon gesehen habe. Ah, bin gespannt, wie das Game dazu jetzt ist. Das Wetter, die Gentrifizierung, die Alien-Invasion. Task Force X, hört mit dem Sightseeing auf und seht lieber zu, dass ihr alles tötet, was ihr seht. Ich sag's nur ungern, aber Waller hat recht. Wir haben zu. Waller hat recht. Wie habt ihr drei euch diesmal verirrt? Hey, das war aber. Sag's ungern, aber Waller hat recht. Dieses Mal treffen wir uns am Daily Planet. Er liegt ausgesprochen zentral. Ganz unser Reiseleiter, Sharky, Liebes. Oh, wir sind schon direkt in Game. Ja, und die Leute, die jetzt auf YouTube zum Beispiel zuschauen, wir sind täglich live auf Twitch und da testen wir halt auch ab und zu solche Games wie diese hier. Also schaut gern auf Twitch vorbei, nicht wahr? Oh, Doppelsprung, geil. Da komme ich auch nicht mit, Floydy. So. Sag mal, bist du nicht auch ein Army, Hals? Sogar ich hab das verstanden. Ja, ja. Oh, hier. Lasst euch nur nicht direkt die Wand hochlaufen. Du kennst ja Roma. Ganz schön kaputt. Er ist immer primitiv. Oh shit! Warte. Oh, Glück! Oh mein Gott, ich hab irgendwie Glück gehabt, dass ich schlau bin. Muss hier alles so im Arsch eigentlich, frage ich mich. So, kann ich hier irgendwas kaputt machen schon? Nee, ich kann auch nicht schießen oder so. Ah, guck mal. So läuft der Hase, Digi. Schön den Boost benutzen. Let's go. Ja, fühlt sich schon direkt irgendwie spaßig an. Bock auf mehr. Ich hoffe, man kann so richtig rumflippen und alles. Nur ein kleiner Schild hält mich nicht auf. Ich nutze einfach meinen Jetpack. So. Ah, die Schüsse sind jetzt ultra laut, oder was? Bam, 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 bam. Oh, shit. Okay. Oh shit. Oha! Was? Warte mal, das müssen wir ein bisschen leiser machen. Ich optimiere das gleich. Waffe wechseln. Okay. Einfach eine andere Knarre. Langsam atmen. Boah. Geil. Ich mache übelst viel Schaden, aber wahrscheinlich jetzt nur dem Tutorial. Die Luft, Nachbrenner, atmen, Kickstart. Ja. Das ist total einfach. Okay. Ich gehe mal ganz kurz in die Audio-Einstellung. Die Soundeffekte machen wir mal ein bisschen runter. Mal gucken, ob das sich so besser ausgeht. Weil ich will natürlich die Dialoge und so, wenn das alles ungefähr gleich haben. Was sagt ihr? Ist es besser so? Oh, ich habe übelst gesabbert. Naja, passiert. So. Ihr seht auch alles, glaube ich, ne? Ja, soweit so gut. Die Cam stört ein bisschen. Soll die ein bisschen höher? Warte mal. Machen die ein bisschen höher. Also die Cam kann halt nicht weg. Aber so? So ist, glaube ich, gut, oder? Dann seht ihr die... Die Waffen und so, alles. Sehr gut. Oh, oh. Das Scheißding ist überhitzt. Kickstarter. Ach, Wahnsinn. Geschafft. Einfach. Ja, einfach. So, einfach. Okay, bin gespannt, ob wir später auch mit den anderen Charakter spielen können.
Ich habe mir tatsächlich noch gar nichts dazu angeguckt. Ich habe natürlich gesehen, einige Streamer haben das Spiel schon gezockt, Digi. Und auch schon echt ein bisschen reingegrindet. Aber ich habe mir, weil ich ja wusste, dass ich das noch spielen werde, noch nichts dazu angeguckt. Wo muss ich denn hier hoch? Hab hier ein paar Zielobjekte. Okay. Neues Ziel identifiziert. Ist immer noch laut, ne? Ja, müssen die Soundeffekte noch ein bisschen reduzieren. Generell ein bisschen leiser. Damit das uns nicht so die Ohrmuschel wegschallert, ne? Ja, so ist besser. Das gefällt mir besser. Alter, Amena. Verbleibende Feinde 1. Ciao. Okay, Guardian. Es gibt eine kleine Pause zwischen dem hier und was wir später machen. Es muss nicht immer um Genauigkeit gehen, nur Effizienz. Ja. Drücke G, um Granaten zu werfen und Feindgruppen schnell zu eliminieren. Okay, let's go. Irgendwie leben Leute noch. Ich muss durch die Scheiße durch. Headshot. Wir sind ja geübte Headshot-Maker. Wie ihr seht. Ich dachte, wir sammeln uns. Schack. Ich bin übrigens mit Tastatur und Maus unterwegs, weil ich bin Godgamer und Godgamer spielen sowas nicht mit der Taste, nicht mit dem Gamepad. Behaupte ich jetzt einfach. Ich bin in einem Tunnel. Trotz der Länge nur zwei Ausgänge. Das scheint äußerst bedenklich. Menschen bauen sehr interessant. Ah, jetzt. Ah, wir werden mit jedem wahrscheinlich einmal ein bisschen zocken. Jetzt sind wir King Shark, geil. Oh, der ist ein bisschen bulliger. Forschst du etwa schon wieder? Können die Bilder nicht warten? Die Erfahrung wäre nicht dieselbe, Floyd Lawton. Ich würde dich nie bitten, nur Illustrationen von Atlantis anzusehen. Es muss erlebt werden. Yes. Mir wären Bilder eigentlich lieber. Oho! Neue Deadshot-Phobie! Nee, das haben wir geschafft. Keine Phobie. Vertikaler Sprung. Oh shit. Oh shit. Let's go. Ah, oh, ein tiefer Fall. Oh. Gravitation und Masse in Harmonie. Oh shit. Ciao. Boah. Was ist denn jetzt? Achso, ich hab den falschen Knopf gedrückt, ich bin Idiot. Oh, schön. Jetzt haben wir das Spiel verstanden. Okay, gut. Da hinten sind wieder Schilde. Wer hat Sharky zu Witzen ermutigt? Ein Flug durch die Luft hat seine Vorteile. Weniger Landbewohnerabfall. Viel weniger. Drück in der Luft Shift halten und Leertaste, um bis zu 3 Vorwärtssprints auszuführen. Oh weia, ob ich das schaffe. Verstehe. Weit geringerer Widerstand als Wasser. Sehr gut. Ich hatte noch Hunger auf neue Gegner. Lad mal nach, mein Kollege. Er ist, erinnert auf jeden Fall an so einen klassischen Loot-Shooter bis jetzt, würde ich sagen. Wurde auch eben schon im Chat geschrieben. Feinde bezwungen. Haha, ich werde tief in den Kampf eintauchen und unter ihnen die Strömung verändern. Aha. Eintauchen und Strömung verändern. Drücke linke Maustaste für Nahkampfangriff auszuführen. Was Feinde in die Luft schleudert. Schieße schnell nach einem Nahkampf. Schlag, um einen kritischen Treffer zu garantieren.
Ja. Also erst boxen und dann... Und dann Crit. Na, mehr so der Headshot hier war. Ich gebe mehr so Headshot. Schlicht. Ich weiß euer Opfer sehr zu schätzen. Richtig mit der Squad. Ich wollte noch etwas trainieren. Hey Sharky, willst du eine echte Stadtführung? Ich zeig dir jeden Top-Ort für Mysterien und Psychopathen in Gotham. Ah, hier waren wir vorhin schon mit einem Kollegen. Ich habe schon eine Liste. Doch die Perspektive einer Einheimischen interessiert mich. Quinn ist er kann auch die Wände hochklettern. In meinem Beruf genieße ich nicht gerade die Aussicht. Darf nicht auffliegen. Floyd, Kumpel, hast du jemals was von Urlaub ohne Mord gehört? Das geht. Grüß dich, Deadshot. Wo sind Harley und Boomerang? Hey, Thomson, grüß dich. Das ist das Problem. Boomer, bitte komm. Boomer. Boomer, Digga. Ja, also ich musste Brainiacs halbe Armee abwehren. Wieder gesund? Ja, ja. Ja, und ganz alleine. Oh, der stinkt. Ja, ich. Okay. Everybody. Also erzähl uns alles über deinen großen Kampf. Oh, der kann blinken. Erfreue uns mit glorreichen Kampfgeschichten. Ja, na ja. Boah, Alter, boah, der ist geil. Lass dir Zeit, Schätzchen. Lass den geistigen Boomerang zurückkommen. Das ist ja ultra geil. Da ist ein Haufen von denen vor mir. Baller. Mindestens 30. Muss sie erst vermöbeln, um die Schilde loszuwerden. Ah, der hat eine Shotgun. Stehe. Ah, so, ich darf die erst abschießen, wenn die einmal aufs Maul bekommen haben. Verstehe. Kurzer Prozess für den Captain. Oh yeah! Yeah. Okay. Drücke Shift halten in ganz der Luft und Speedforce ein zweites Mal. Du kannst dich in eine kürzere Reichweite. Reichweite. Hab ich fast versprochen. Auszuführen. Okay. Haben wir geschafft. Oh, das ist ein großer. Aber wenn der Shot und Schaden schaffen, Control plus WASD, um bis zu 3 Grad zu sprinten, bei beliebiger Richtung auszufinden und direkt nach oben zu fliegen, wenn keine Richtung gedrückt wird. Okay. Das hat nicht geklappt. In der Luft, Control plus WASD. Okay. Okay, das ist ein bisschen komplizierter, muss ich sagen. Von das ist ein bisschen viel für mein Gehirn. Hetz mich nicht so! Brauchst du Unterstützung? Nein, ich hab's erledigt! Wie ein Profi! Oh, okay, ich hab's irgendwie geschafft. Wie ein Profi. Klar. Bam, 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 bam. Oh, ey, oh, Balu. Hui! Das macht schon übelst Bock, so rumzuflattern, wenn man das erstmal raus hat. Stehe ich da ein bisschen im Weg. Ah, Boomerang. Du siehst trotz angeblich heftiger Kämpfe. Der Boomer mal wieder. Ey. Hast du Harley gesehen? Mir. Nee, ich hab sie nicht gesehen bei all den Leichen. Hey, halt! Wohin bist du verschwunden? Hast dich doch wohl nicht vermöbeln lassen. Ah, nein. Und Deadshot so? Du gibst nichts auf Selbsterhaltung, Quinn. Ich will ganz schnell was zu trinken. Muss man erlebt haben. Also,
Bändig. Egal, ich bin in einer Gotham-Minute da. So. Ah ja, die darf natürlich nicht fehlen, die Gute. Spielst du wieder mit toten Schlägern? Das ist gruselig. Ja, ein bisschen. Aber es ist gerade wie Balsam für meine geschundene Seele. Könnte schlimmer sein. Ich könnte wie Puma sein. Hey, was soll das denn bitte heißen? Es wird vermutet, dass du nicht badest und nur deine Waffen reinigst. Kumpel, ich mache alles mit meinen Bumerangs zusammen. Sogar ja, die Waffen sind cool. Aufs Klo, alles. Ja, du machst es gerade irgendwie nur noch schlimmer. Das ist die Hölle. Ich bin tot und so sieht meine Hölle aus. Ob Make-up oder auf den Boden zu rasen, der richtige Verlauf macht's doch aus. Sturzflug in der Luft, okay. Okay, ein Schwung nach dem anderen. Got it. Überraschungsparty. Oha. Darum versteckt ihr euch. Ich hab auch eine Überraschung für euch. Nein. Wollen wir gar nicht hin. Tschüss. Headshot. Got it. Das ist schon nice, wie schnell das alles geht. Also wie smooth das ganze Movement ist. Wenn man es erstmal raus hat, dann ist geil. Impulserhaltung, Schätzchen. Ich liebe es einfach, meinen Körper mit Schwung ins Unbekannte zu schleudern. Drücke Leertaste, bevor du einen Vorsprung erreichst, um über ihn hinauszuschießen und Schwung zu behalten. Ist jetzt auch deine Schwungladung komplett zurück. Ist das geil oder ist das geil? Ja, ich hab's direkt geschnallt. Wie im Juniorengymnastik. Alle Schwungladung erhöht sich mit der Zeit. Erholt sich mit der Zeit. Wenn sich die Leiste auffüllt, schwing dich erneut über eine längere Distanz. Okay. Ich hab noch gar nicht irgendwie beobachtet, wo meine Schwungleiste ist. Irgendwie haben wir es geschafft. Tatsächlich perfekt gelandet. Nicht wie im Junioren-Gymnastik-Finale. Das ging nicht gut aus. Moin. Hallo, Jungs. Wie läuft eure Apokalypse denn so? Jetzt, super. Wenn wir endlich alle hier sind, können wir... Oh, fast vergessen, da ist ein Riesenhaufen Schurken, der sich gleich auf uns stürzt, wie auf frische Häppchen am Buffet. Also, wer bleibt und spielt den Helden? Hm? Teammitglied wählen. Oh, jetzt muss ich mir einen aussuchen. Nein! Ich hab... Achso. Deadshots Kampflektionen werden mir zugutekommen. Gut, dass ich mitgeschrieben habe. Präzises Timing ist der Schlüssel. Du kannst einen aufgeladenen Konterschuss nutzen, um feindliches Verhalten zu unterbrechen. Feinde sind zu bestimmten Zeiten in ihren Angriffen schwach gegen Konter. Jeder Feind hat eine andere Reaktion auf Konter. Also nutze sie im Kampf zu deinem Vorteil. Ich muss rülpsen. Nutze den Konter präzise, um ihn in einen kritischen Konter zu verwandeln, und der auch massiven Schaden anrichtet. Cool. Rechte Maustaste plus 11 gleich Konterschuss. Okay. Aber ich will doch gar nicht. Wollte ich den gar nicht spielen. Das ist das linke Maus, was echt ein bisschen verwirrt. Nee, das ist schon richtig.
Wenn die Anzeige auf einem Feind erscheint, okay. Okay, das. Ich glaube, das war jetzt. Wenn das so gelb leuchtet, oder? Hast du das richtig verstanden? Eine Schusslinie, neue Stellung. Drei Konter noch, okay, I get it. I got it. Wie bin ich ganz schön beschlagen, kann das sein? Einen Konter brauchen wir noch. Damn. Den hab ich verkackt. Den haben wir. Okay, Gegner gekontert. We got it. Okay, das muss man sich natürlich erstmal merken. So. Ich habe eure Schilde modifiziert. Ja. Keine automatische Aufladung, damit ihr euch nicht hinter eurer Deckung verkriecht und meine Zeit verschwendet. Wer überleben das so? Will, muss dafür kämpfen. Diese Feinden in die Beine, bis die Schilder. Schildernte bereit sind. Und greife sie dann im Nahkampf an, um dein Schild wiederherzustellen. Okay. Verstehe. Hier ist jemand erntebereit. Ah ja, okay. Einfach Leckmeter, wie in Tarkov. Oh Scheiße, mir aus Versehen einen Headshot gegeben, das wollte ich gar nicht, sorry. Ich werde alle funken. Gut. Schön die Schilde, Armena. Das haben wir aber schnell geschnallt. Ich bin ein Schnellschnaller. Ehre in den Chat. Und ciao. Haben wir geschnallt. Können wir. Moin Rico. Die heiligen Hallen. Ob es Naschwerk in der Lobby gibt? Der Daily Planet stand mal für journalistische Integrität. Was ist nur daraus geworden? Journalismus ist eine der höchsten Berufungen überhaupt. Andere informieren, Missetaten bloßstellen und Klatsch. Höfischer Klatsch kann sogar über Leben und Tod entscheiden. Selbst in meiner Heimat sind die Worte von Lois Lane und Cat Grant heilig. Ey, voila! Ihr alle zum Zielort. Der Prometheum-Schild ist aktiv, aber er hält nicht ewig. Erinnert mich an Sonntagmorgen zu Hause. Ja, die Nostalgie eines Kriegsgebiets. Bei den Hammerhai-Konflikten in meiner Jugend. Nein, nein, konzentriert euch. Auch wenn diese Haikämpfe echt cool klingen. Konzentriert euch! In die Einsatzzone, Task Force X!
Okay. Kann ich... Oh, ich kann jetzt hier einen anderen wählen. Okay, verstehe. Headshot finde ich ganz cool. Ja, ich überhitze. In Ordnung, Feuer frei. Erledigt nicht so viele von ihnen wie möglich, bevor ich euch raushole. Okay. Ja, ich bin ein Vorbild für die gefährliche Jugend. Jetzt müssen wir direkt alles anwenden, was wir gelernt haben, Freunde. Okay, ich habe irgendwie Schilder klar gemacht. 19. Achso, ist das quasi mit Highscore oder was? Aber ab. Okay. Wo sind die Bitches? Australiens größter Schurke. Mit mir muss man rechnen. Ja, ja. Das wird ich erstmal hier umboxen, damit ich ihn umboxen kann. Verstehe. Ein neues Ziel. Ja, was ist das denn eigentlich? Junge. Ja, ich kann da so einen Counter-Spell drauf machen. Zeit bis zur Evakuierung. Ich muss nicht eine bestimmte Anzahl an Gegnern töten, oder? Ich glaube, es ist eigentlich Bumsi. Oh, Counterspell. Auf Lock. Taktische Verlagerung. Achso, jetzt kann ich theoretisch nicht den Charakter wechseln, weil ich jetzt gerade in so einer Mission bin, verstehe. Hey, theoretisch kann ich die ganze Zeit immer wechseln, wie es scheint. Entschuldigung? Hier wird nicht geschossen. Wer braucht schon Löcher für Scharfschüsse? Alter, jetzt ist ja was zur Sache. Okay, jetzt geht's zur Sache, Bruder. Oh, ich hab vergessen, den Counter-Spray zu drücken. Scheiße, ich hab bestimmt 100 schaffen müssen oder so. Um cool zu sein. Ich bin leider nicht cool. Hol uns hier raus, verdammt! Ja, was nimmst du? Ich geh raus hier. Ausgejettet. Okay. Oh, das ist gar nicht gut. Witziges Handy-Game? Handy-Games sind jetzt erstmal nichts Schlechtes, ne? Aber ich spiel's ja nicht am Handy. Okay, ich habe eine Errungenschaft bekommen, cool. So, jetzt geht's los, oder was? Ab nach Arkham. Weil wir müssen ja die Justice League töten. Das ist ja das Ziel. Bin gespannt, ob wir heute noch einem Superman oder sowas begegnen. Oder wie die alle heißen. Warum ist das so laut?
Bitte ein bisschen leiser. Morgen dann zusammen auf 40 der Schlinglund-Teilen selber, habe ich mir sagen lassen. Ja, heute Abend eher. Ich bin Direktorin von Argus, einer Division der Heimatschutzbehörde, von der ihr nie gehört habt. Aber wir haben von euch gehört. Und ich mache euch heute ein Angebot. Ihr seid hartnäckig wie wilde Hunde. Verzweifelt. Hungrig. Ihr seid Überlebenskünstler. Das macht euch vielleicht zu den Königen und Königinnen von Arkham. Aber da draußen, die Welt hat euch längst vergessen. Und ihr verbringt wahrscheinlich den Rest eures Lebens mit zweifelhaftem Gefängnisfraß. Dieb. Das kann ich ändern. Vielleicht bin ich euer Ausweg. Sag Walla. Die Chance, einmal was Gutes zu tun. Hi, Harley Quinn, Arkham Gazette. Nur eine kurze Frage. Was hat's mit diesem verdammten Hai auf sich? Ich, würde mich nur zu gern vorstellen. Das ist nicht nötig, King Shark. Das ist ein Nanobombeninjektor von LexCorp. Rammt ihm jemanden in den Hals und gute Nacht. Wollt ihr hier euren letzten Atemzug tun? Nein? Dann helft mir. Mir reicht einer von euch. Und die anderen, ihr drei seid schon tot. Was ist ihr denn jetzt so? Nun. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Also. Schon gut, sorry. Also, natürlich will Waller den tödlichsten Attentäter aller Zeiten haben. Aber was sie mit dem Rest von euch will? Wie ich Amanda Waller kenne, bestimmt nichts Gutes, nach meiner Erfahrung. Woher zur Hölle bitte willst du sie denn kennen? Und was macht ein Fisch in Arkham? Probleme mit der Psyche, Shark? Angststörungen, ja. Aber ich kam aus meiner Heimat her. Dem Ozean? Belrev Strafanstalt. Könnt ihr euch alle mal für einen Moment konzentrieren? Das ist doch eine Falle. Wenn einer von uns das Ding berührt, kommt keiner von uns hier raus. Ah, das Gefangenendilemma. Was denn für ein Dilemma? Dieser Gefangene will hier raus. Komm schon, Captain, du bist neu hier. Ich sitz schon seit 5 beschissenen Jahren. Fühlt sich an, als wäre dieses Gespräch 5 Jahre lang. Können wir einfach... Oh, tut mir leid, Deadshot. Was stört dich? Unterbrechen wir etwa dein Festgeschnalltsein? Ich dachte immer, Deadshot wäre weiß. Und ich dachte, du hältst vielleicht mal die Fresse, du hässliches Känguru. Weil du Australier bist. Mein Humor. Okay, also bringen wir uns jetzt gegenseitig um, oder was wird das hier? Ich will ganz ehrlich sein, ich töte jeden, um hier rauszukommen. Ich töte dich, ich töte mich selbst. Niemand wird irgendjemanden töten. Wenn niemand die Bombe nimmt, kommt Waller zurück, sieht, dass sie es nicht mit 4 durchgeknallten Vollspinnern zu tun hat, und wir kommen raus. Also dann tun wir nichts. Exzellent, ich bin mittlerweile geschult im... Genießt euer Nichtstun, Trottel! Vielleicht hättet ihr doch besser weniger meditiert und gelernt, wie man Schlösser knackt. Sieht nämlich so aus, dass Captain Boomerang... If you want trouble... Sieht aus wie die Zwillingsschwester von Gustavo Fring. Oh shit. Das ist die Waller, ne? Alter. Dann funktioniert das Ding gar nicht. Oh. Trouble, 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 trouble,
Alter. Das Ding aber jeder einmal abkriegt. Niemand. Wir haben Bomben in den Köpfen. Wir haben alle verloren. Shark hat recht. Jetzt haben die sich alle Sie hat euch ausgetrickst. Das wart ihr selbst. Willkommen zur Task Force X. So ein bisschen dämlich, dass sie sich da jetzt alle gegenseitig mit den Dingen da bestückt haben. Jo, Adlevio, mach's gut. Enge Räume. Atme. Okay. Brauch einen Plan für diese verrückte Truppe. Du bist schon wach, oder? Der Sohn eines Gottes schläft nie. Eine Schmach, sterblich in ihre Possen zu ertragen. Da sind wir uns ähnlich. Hatte eigentlich nicht vor, mir in Arkham weitere Probleme aufzuhalsen. Gott, da ist was in meinem Ohr! Hat eins von euch perversen Schweinen mir was ins Ohr gespritzt? In ihr Funkkommunikation. Wir hören deinen Schwachsinn jetzt echt überall. Ihr bringt mich echt so weit, die Einzelhaft zu vermissen. Immerhin bin ich nicht mehr in Arkham. Danke, ihr Deppen. Hätten wir halt einfach einen Aufstand gemacht, wie normale Leute. Aber nein! Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Das war ein Test. Ein Psychospiel. Ich weiß nicht, ob wir ihn bestanden haben. Tja, besser 4 explodierende Köpfe als einer. Wo sollen wir hin und wer muss dran glauben? Wir sind gerüstet wie für eine Armee. Wartet! Steuert etwa dieser riesige Trottel den verdammten Zug? Sicher nicht. Ich bin noch nie mit einem Zug gereist. Oh, brillant! Na, ganz toll! Dieser Zug ist wie der Australier. Echt alt und stinkig. Da irrst du dich, Liebes. So alt bin ich überhaupt nicht. Hyman, zieh unter Bremse. Upsi. Mann, ich wusste ja, wenn wir zusammenkommen, dann wird's krachig. Und ich hatte natürlich wie immer recht. Ins Ohr, die Sau. Blöder Arschlochzug! Blöde Hirnbomben! Blödes Angebot! Hey, warte mal, Großer. Was ist denn? Spürst du das da? Was spüren? Ist das ein Trick? Old School. Miss Black Ops will uns wohl was mitteilen. Oder? Das ist ein Mixtape. Stark. Wir müssen jetzt anhören. Glückwunsch, Task Force X. Wenn ihr das hört, hat es immerhin einer von euch zum Einsatzbereich geschafft. Danke für nichts, Shark. Schweig, Australier. Funkgeräte funktionieren so tief unten nicht. Daher muss diese Aufnahme genügen. Hier sind eure Ziele. Kann's kaum erwarten. Ihr seid mit C4 Sprengladungen ausgestattet. Setzt sie alle ein, um die Wand mit der Zeittafel zu sprengen. Geht durch. Dann aufs Dach des Gebäudes vor euch. Von dort kontaktiert ihr mich. Noch genauer ging's wohl nicht. Task Force X. Hier eure Befehle. Wenn ihr sie ignoriert, euch aufteilt oder mir ans Bein pisst, werde ich die Mikrobomben zünden, die ihr euch ja, mittlerweile gut, in die Köpfe gejagt habt. Falls mein ihr Gott. Überlebt, sprechen wir uns noch. Walla Ende. Walla Ende. das ist einfach viel zu lustig. Zurück
Okay. Ja, nur nicht selbst sprengen. 3, 2, 1. Bom. Wenn jetzt die League of Assassins hier auftauchen, werde ich echt sauer. Der Aufzug ist verriegelt. Hey, jetzt ist es so leise. Was, wenn wir auf den Verteilerkasten schießen? Ein bisschen sauer. So. Hat was gebracht, ja. Surprise. Harley Quinn, solltest du nicht vorsichtiger sein? Das ist nicht ihr Ding. Oh, Deadshot. Ah, es gibt irgendwie manchmal so einen automatischen Switch zwischen den Charakter. Jetzt bin ich Harley Quinn. Bis wir rausfinden, wo zum Teufel wir sind, hören wir auf. Waller. Waller. Ist das ein Superheldenmuseum? Ich hasse Superhelden. Und Museen. Kenne ich aus dem Fernsehen. Die Halle der Gerechtigkeit. Dann rauben wir sie aus! Idiot! Ein Fingerrabatt. Okay. Tutorial offiziell abgeschlossen. Meine Rüstung stammt von Themyscira's besten Handwerksleuten und widersteht jeder Gefahr. Sie ist ein altes Relikt, weitergegeben von einer Generation zur nächsten. Sieht hart aus, oder? Sie auch. Mensch, Maschine oder Monster, nichts, und ich meine nichts, schlägt amazonische Handwerkskunst. Okay. Hallo, ich bin Superman. Freut mich, dass ihr die Halle der Gerechtigkeit besucht. Ich komme jeden Tag, um mich mit meinen besten Freunden zu treffen. Der Justice League. Nun, da ihr hier seid, macht uns das wohl auch zu Freunden. Ja, Wonder Woman hielt es für eine gute Idee, die Türen zu öffnen und uns vorzustellen. Erst einmal, ich bin nicht aus Metropolis. Ich bin nicht mal von der Erde. Als ich noch jünger war als ihr, lag meine Welt im Sterben. Also schickten mich meine Eltern auf einen schönen blauen Planeten, weit weg. Wirklich nette Menschen nahmen mich auf, obwohl ich von einer anderen Welt kam. Obwohl ich anders war. Ich liebe diese Welt. Meine Freunde. Und ja, sogar Batman. Geben wir ein Versprechen. Wir werden immer versuchen zu helfen. Immer anderen eine Chance geben. Egal wer sie sind und woher sie kommen. Und wir werden immer aufeinander aufpassen. Crazy. Will ich jetzt mit den ganzen Leuten reden? Ich habe viel über die Justice League gelesen. Und sie sind trotzdem größer, als ich erwartet hatte. Die Hologramme sind nicht in Lebensgröße, Heimann. Das weiß ich. Oh, der hat das Ding kaputt gemacht. Ah, kann ich auch. Das wird Teil eines Superteams. Mit einem Hauptquartier? Okay. Überirdisch? Soll ich die spannende Herkunft... In einem dieser Kästen muss doch was Brauchbares sein. Oh, lol. Hey, Vorsicht mit dem... Ah, shit! Glas. Alles gut. Was zur Hölle hast du da? Ich dachte, dieses Baby wäre ein Mythos. Ein Speedforce-Handschuh. Damals, als Doc Savannah unbedingt Flash nachahmen wollte. Du fehlst mir. Jetzt nimmt sich jeder hier so seinen Shit. Gefunden.
ist denn der Hai hin? Kindisch. Oh, nichts riecht so sehr nach internationaler Attentäter wie ein verdammter Jetpack. Scheiße, da breche ich mir den Hals. Da hast du wohl recht. Jetpacks sind auch eher so ein Deathstroke-Ding, glaube ich. Oh. Flossen weg. Weil ein Hai ist, versteht ihr? Flossen weg. Der Hut bringt dich nicht nach oben, Shark. Ich komme von selbst nach oben. Dieser Hut, ey. Oha. Na, was sagt man dazu? Haie können fliegen. Okay. Neues Spielzeug, geladene Knarren. Dann mal ab aufs Dach und zurück in die Freiheit. Yes. Ich hasse es! Probieren wir das Zeug aus. Ich habe mir nie viel aus sowas gemacht, aber wenn wir schon mal in Metropolis sind... Tja. Let's go! Quinn, mit vereinten Kräften! Können wir diese Tür öffnen? Nicht, weil ich so verdammt cool aussehe, Floyd. So. Immer mehr drücken. Ein Glück sind wir da raus. Was wissen wir, wie ich bin? Warrior. Scheiße. Nein. Warrior. Mein Schlafmangel macht sich gerade bemerkbar. Kurze Frage. Wir sehen das Ding alle, oder? Cool, cool. Na, wenn das mal kein Himmelfahrtskommando wird. Voila! 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 Ach, links. Oi, Waller. Ich könnte diesen Synchro nicht machen, ohne zu lachen. Das ist ein verdammtes Kriegsgebiet hier draußen. Da fliegt ein riesiger Schädel am Himmel. Glückwunsch, Task Force X. Ihr seid die ersten Agenten, die Metropolis lebend erreichen. Wir senden einen Signaltransponder. Euer Befehl lautet, den Transponder zu aktivieren. Waller, Ende. Waller, Ende. Nennt mir einen Grund, warum wir uns diesen Scheiß geben sollten. Die Bombenblitzbirne. Morbide Neugier. Waller lässt uns nun mal keine Wahl. Ich würde dann jetzt vom Dach springen. Let's go! Jetzt Leute abmurksen. Ach, mach mal. So. Jan, dankeschön für deinen Prime. Ist das etwa ein Alien? Ich nehme an, das gehört zur Aktivierung des Transport. Na, endlich. Auf keinen Fall sterb ich neben einem Stahlpickel. Bereit machen! Wie bereit machen? Erschieß die verdammten Dinger! Die müssen wir erstmal boxen. Warum riechen sie so? Jetzt gibt's Andy auf die Fressen. Mach, 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 mach. Wie
okay, okay. Gute Zielwahl, Schaff. Ich weg. Garin. Nutze den Transponder. Wir sollen jetzt erstmal Leute bumsen. Es gibt erstmal eine Bumsung. Oh shit. Was denn soll das jetzt? Nur los. Green Lantern! Scheiße. Ihr lila Deppen! Jetzt steckt ihr in der Scheiße! Green Lantern wird... Green Lantern! Toll! Hey, dein Gesichtsausdruck ist immer so... Bla? Dasselbe wollte ich dich auch schon fragen, Quinn. Warte. Floyd Lawton? Irgendwer muss mal in Arkham die Sicherheit checken. Oh, wisst ihr was? Ich schau mich gerade für Brainiac um. Gehen wir ein Stück. Sieh mal an, die Widerständler können uns nichts. Brainiac sagt es... Du sagst immer Brainiac, als wäre er eine große Nummer, aber ich glaub nicht dran. Brainiac bringt endlich Ordnung in diese Welt. Er macht sie zu seiner Heimat. Sieht doch ordentlich aus. All das wird bald der neue Planet Kolu. Das war die letzten drei Wochen. Ah, die sind nicht ganz dicht, deswegen müssen wir die wegbauen. Und freie Metawesen zu schnappen. Wenn ich euch sehe, sehe ich kein Potenzial. Wir setzen euch schon irgendwie ein. Okay, Digga. Mr. Lantern, Sir, ich. ich bin kein Meta. Könnte. Ja, ich denk's mir auch gerade, Piermaßen. Ach, nur Boxen. Pass jetzt auf, Leute. Aber sag mal am Anfang oft so, ne? Bei so Story-Games und so. Alter. Oh, jetzt bricht ihm das Genick. Mach ihn weg. Hau ihn um. Aber wenn man erstmal verbessert ist, oh, er hat ihn. Will man's nicht mehr missen. Fantastisch. Infiziert oder so. Alter, mir wird. Oh, das ist ein schwindelig. Oh, suchst nach Überlebenden. Um Brainiacs Armee zu verstärken. Shark hat's kapiert. 8 Millionen sind schon durch. Diese Freaks respektieren das Kriegsrecht nicht. Wir sollten jetzt zu Brainiac. Bereit für den Schritt? Lantern, zuerst verpasse ich diesem Brainiac 2 Kugeln. Und dann bist du dran. Ja? Vielleicht sag ich ihm, da waren nur 3 Meters. Und eine Leiche. Zerstückelt. Oha, Flash. Flash! Brainiac fragt sich, wie du vom Schiff gekommen bist. Mein Geheimnis. Die League lässt niemanden zurück. Wir kriegen dich hin, Kumpel. Weißt du, genau das wollte ich auch sagen. Oha, er hat ihn so richtig geboxt. Versteht ihr, wie ich meine? So richtig so auf Schnell- und Speedbasis. Waller, brauchen Unterstützung. Green Lantern. Du hast uns zu Zielscheiben gemacht, Waller. Green Lantern hätte uns umgebracht, wäre Flash nicht gekommen. Flash ist am Leben? Und noch ein Mensch? Wirklich so. Er warf Lantern mit 1 Million Meilen pro Stunde vom Dach. Ihr müsst bereit sein, ihn herzubringen. Ist wirklich so. Macht erstmal eine Aufklärungsroute. Den Rest erfahrt ihr später. Das, ihr seid hinter feindlichen Linien im besetzten Metropolis. Vielleicht der gefährlichste Ort der Erde. Menschen sind hier nicht willkommen. Klingt wie Gotham. Dieser Brainiac sichert die Stadt mit seiner verdorbenen Armee. Soldaten, Panzer, Drohnen, Patrouillen. Da ist doch ein riesen Raumschiff, das mehr von denen her teleportiert. Seht ihr das? Ich weiß, dass ihr Bewegungsausrüstung geklaut habt. Mit ihr könnt ihr die Straßen meiden. Zack, 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 zack. Bam, bam, in dein Fressen rein, weißt du?
Brainiac aktualisiert ständig seine Verteidigung. Er scannt die Gebäude nach Überlebenden. Nichts kommt rein oder raus. Außer mit dem Schädelschiff. Lege neuen Aufklärungspunkt fest. Los. Okay. Aber ich will mal hier einen anderen benutzen. Nehmen wir hier Boomerang. Wenn ihr nicht zu uns kommt, kommen wir zu euch. Was ist mit den Bürgern von Metropolis passiert? Sind sie... Wir sind im Arsch, Bruder. Das sind keine Menschen. Laut DEO-Wissenschaftlern sind das anorganische Rückstände eines Massenenergietransfers. Brainiac hat sich 99% der Bevölkerung genommen. Jetzt räumt er auf. Hallo? Das letzte Prozent fliegt Touristenklasse statt Massenenergietransfer? Findest du das lustig? Sie werden so hier oben bleiben, oder? Das ist ganz schöner Spritverbrauch, was du denn machst. Haben wir versucht. Das sind Unschuldige da oben. Bisher haben alle Abfangversuche zur Flucht der Drohnen geführt. Setz Hallo. Die Aufklärung fort. Komm doch mal. Na, jetzt hast du es. Rutschen verleiht dir für rübergehende Bewegungsbuff für den nächsten Move. Ja, aber beim Landen? Achso. Moment, wir suchen nach Flash? Ich kann Flash finden. Sprich weiter. Ich bin sensibel, was die Speed Force angeht. Und ich habe einen Sensor in diesem Handschuh. Gut, es könnte sich lohnen, euch leben zu lassen. Captain Boomerang hat die Führung. Rettet Flash. Walla Ende. Das ist der beste Sprung im ganzen Spiel. Sofort. Nennt ihr mich wohl besser. Captain Boomerang. Los geht's. Der Handschuh führt uns direkt zu ihm. Also, wenn wir in die richtige Richtung gehen. Walla Lass die Ende. Zahlen weiter runtergehen. Dann gehört der Blitzer so gut wie uns. Alter, dieser Boomerang-Move ist schon sehr episch, muss ich sagen. Deckungsfeuer. Einfach Lüsse. Ab heute bin ich Captain Lüsse von mir. Ah, okay. Ich kann das mit diesem Alt nicht. Also was? Folgen wir einfach Captain Bumskopf, weil er das so sagt? Alter, Bumskopf hat er mal gesagt. Oh, shit, bin falsch. Und jetzt ist der Captain. Oh nein, ich hab meins vergessen. Warum folgen wir nicht einfach dem Peilsender? Das ist der beste Move im ganzen Spiel, ohne Witz. Selbst anzupacken, oder? Flash hat sich auf dem Dach versteckt. Was mache ich jetzt? Ich hab mich verdrückt. Nett von ihm, uns Feinde übrig zu lassen. Wir müssen sie wohl erledigen. Also, mein Kalender ist leer. Ich bin noch gespannt, ob ich dann irgendwie noch so coole Kombos bekomme. Aber ich habe schon gehört, dass man auch skillen kann später irgendwie. Glaube ich. Erstmal Schild aufladen, auf Lock. Boomerang, ich helfe dir mit deinem Ziel. Nein, will ich nicht. Ein erfrischender Kampf, aber wir haben Flash nicht gefunden. Er war hier. Ich kann es spüren, verdammt. Ah, eklig.
Bei Teletubbies mit Captain Bums. Oh shit. Große Invasion. Verbrechen pausiert. Los, oh damn. Versteckt euch. Komm schon, Flash. Du machst daraus eine riesen Sache. Habt ihr schon Flash? Junge, dieser Boomerang-Move ist ja einfach nur episch. Er ist gerade ganz schön beschäftigt mit einem riesigen Green Lantern. Flash, hör zu, du hast dich in Brainiac echt getäuscht. Komm zurück zum Schädelschiff. Ich weiß nicht, Mann. Schädelschiff? Hört sich für mich ziemlich böse an. Alter, Digga. Ja, das Green Lantern so ein Motherfucker ist. Green Lantern voraus! Bleibt hier! Flash, jetzt mach dich doch mal locker! Brainiac will doch nur... So wie er mit dir geredet hat? Hör dir doch mal zu! Das war Gehirnwäsche! Ich kann ihm halt keinen Schaden machen. Lantern! Mach auf, Kumpel! Sieh doch, was Brainiac mit dir anstellt! Ich rette die Welt! Sieht gut aus! Das ist die Mission der Liebe! Los! Jetzt komm her, bevor ich dir wehtun muss. Du willst mich, Kumpel? Gut, hier bin ich. Oh, er macht einen Feuerzeuger. Oh, shit. Ha, wie erwartet. Beim Rutschen. Flash hat auf ganzer Linie versagt. Und warum reicht das nicht schön unter die Nase, Boomerang? Ja. Ja, finden wir den Mistkerl. Und ich drück das die ganze Zeit. Ich bin ein Tempo-Teufel! Jetzt hat's wieder Meist besucht. Wo soll ich jetzt wieder? Die Suche läuft. Okay, ich suche ihn jetzt wieder. Verstehe. Saubere Landung! Hab deine Spur aufgenommen, Flash. Warte, bis ich dich in den Finger krieg. Die Bomben begrenzen euren Radius. Entfernt ihr euch, gibt's Migräne, bis ihr wieder im Zielbereich seid. Noch weiter weg, okay, was wird das? Es sehr viel schlimmer werden. Was ist sie denn jetzt so, Walla? Boomerang, du behauptest, du hättest schon gegen... Das Wuffel macht schon extrem Bock in dem Game. Kann man nicht anders sagen. Das kann man nicht anders sagen, wie ich early. Und letztens erwarte einen Haufen superschnelle Ohrfeigen. Letzte Ziele. So, erstmal Schilde. Wo ist er denn? Ist er da oben? So. Hey Floyd, hast du echt richtigen Stress mit Lantern? Hey, nette Frisur, Boomer. Wo ist Flash? Ja, dann bring jetzt mal Wasser mit. Wie der Fisch, der erstmal weggeht. Wo ist der Flash jetzt, du Genie? Verschwende nicht unsere Zeit. Oh, ihr Kleingläubigen. Wisst ihr, der Flash ist ein Feigling. Wenn er einen Typen wie mich auch nur kommen sieht, schlottern ihm gehörig die Knie. Mhm. Schlottern schneller als das Licht! Oha! Glaubst du, dein atomarer Vibrationsquatsch beeindruckt mich, Mann? Ja, wie schlapp. Green Lantern hat dich echt vermöbelt, nicht wahr? Ich schulde ihm ein Bier, den elenden Kopf. Kauf Lantern ein Bier, nachdem ich ihn platt gemacht habe. Hey, hier geht's um mich und Flash. Such dir einen eigenen Moment, okay? Ich glaube, es geht hier eher um... Jungs? Oh no! Waller, hier wird's brenzlig. Flash,
will zurückbleiben und sie abwehren. Toller Typ. Wenn sie ihn kriegen, töte ich euch persönlich. Wisst ihr, ich glaube, ich mag sie nicht. Ach, jetzt müssen wir auch noch... Gehirn-Aliens sind unterwegs. Müssen wir die auch noch... hier müssen wir ihn noch retten, den Flashy, oder... Wow. Haben wir kapiert. Wir sind Nemesis. Wir sind Nemesis. Oh, die wollen Flash mobsen. Er gehört mir. Neue Ziele sind. Hier wird niemand den mobsen. So, hier ist mir jetzt erstmal hier schön ein Schild. Jetzt muss ich wechseln gerade. Zacki, zacki, Hühner, kacki. Warte mal, haben die den jetzt geklaut? Alter, wie er den so mitschleift. Sie sind geflohen vor kurzem. Und haben Snacks hinterlassen. Sie hatten den richtigen Riecher. Finden wir einen anderen Ausgang. Bester Drecksfilm, in dem ich je war. Oh, shit! Diese Tür wird nicht standhalten. Verbarrikadieren wir sie. Du bleibst schön hier, Kumpel. Siehst du das hier? Ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken, wie ich dich damit töten werde. Du gehörst jetzt mir und ich erwarte deine Welt voller... Also ich fand Flash sowieso immer kacke. Oder ist denn aus Versehen ein Finger abgehört? Ach, shit! Ein kleines bisschen unterhalten. Psst, ich sagte, psst. Hört ihr das? Keine Freaks mehr. Irgendwas hat sie verjagt. Oh, oh. Bitte, hilf mir! Oh nein, nicht Batman. Hey, Bruce! Hockst immer noch in den Schatten, um Kriminelle zu erschrecken, was? Ja, es wirkt sich wirklich so malusal. Keine Sorge, Batman tötet niemanden. Hm. Geht's Ihnen gut? Bruder. Alter, denen geht's aber nicht so gut. Schnapp in dir Flash! Dieser Batman. Ach, shit. Als ob er diesen Hut mitgenommen hat. Keine Sorge, ich schaff das schon! Ich seh nichts! Meine schönen Augen! Kaputt. Wurfhaken kaputt. Bats hat seinen Störsender eingesetzt. Wo seid ihr?
Flash in die Halle der Gerechtigkeit zu bringen, hat Priorität. Ist er das? Das ist aber nicht meine Priorität. Ah, ne. Na los, Leute, zum Ausgang. Ja, wo ist der Ausgang? Gut. Achso, jetzt muss ich doch da lang. Das war Deadshots Idee. Ich bin nur eine Geisel. Oh, shit. Oh, shit! Ja, er ist überall. Shit. Oh, fuck. Digga. Kann mich halt gerade nicht so wegboosten oder so. Oh, scheiße! Ich hab mich voll erschrocken. Was ist denn jetzt? Jetzt bin ich erfischt. Schade. Wie ist der jetzt tot oder was? Zu. Wir müssen die Notausgänge versuchen. Oh, weia. Was ist mit ihm? Ist das tragische Ironie? Ich denke, das ist es durchaus. Hilfe, ey. Batman, kämpfe gegen mich. Vergiss deine Fehde mit Harley. Oh, der Ausgang geht nicht auf. Gibt's andere? Ah, guck mal. Da oben. Oh, uncool. Und das hat schon voll die Horror-Game-Vibes. Das will ich nicht. Bats, was würde Albert dazu sagen, dass du dich so benimmst? So. Aha. Hier muss ich raus. Bis dann. Oh, shit. Alter, voll der Wichser. Du holst Flash und ich hol. Aber er darf Harlequin nicht hauen. Einer nach dem anderen wird ausgeschaltet. Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Okay. Rette Flash. Flash! Jetzt! Flash und nicht Bad. Schon irgendwie cool gemacht, muss ich sagen. War schon irgendwie abwechslungsreich gerade. Ich werde nicht. Wenn die Sequenzen nach meinem Geschmack ein bisschen kürzer sein könnten. Es sind sehr viele Sequenzen. Green Lantern, ich habe Flash, deine vier Kriminellen. Sie führten mich direkt zu ihm. Nein, überhaupt keine Bedrohung. Trotzdem. Sollen ihre Leichen jenen Angst einflößen, die sich widersetzen? Oh no! Hä, aber ich dachte, mir wurde der Finger abgeschnitten. Die Fresse kriegt. Lebendig. Natürlich, Brainiac. Bereit für den Teleport. Ciao. Hey, Boss. Nicht gut. Böser Batman ist hier. Er hat eine Menge Leute umgebracht und Flash entführt, was wohl auch schlechte News sind. Und Batman hat uns eingesperrt. Los, komm zur Halle der Gerechtigkeit.
wartet am Nebenausgang auf Verstärkung. Waller, Ende. Willkommen zum echten Batman-Erlebnis. Serienmörder Victor Sass wurde auf der Insel losgelassen und nahm mehrere Leben in dieser Nacht auf ewig eingebrannt in seine Haut. Die dunkelste Stunde der Stadt stand noch bevor. Indem er die verbleibenden Feinde Batmans in unheiliger Allianz versammelte, stürzte der verrückte Scarecrow Gotham in einen echten Albtraum. Hey, Waller, wir stehen am Ausgang. Befreist du uns? Diese Waller-Scheiße. Ah, Scheiße! Ein Geist! Sind die Geister eurer Ahnen eigentlich digital? Was macht sie jetzt? Will sie uns Hirnkämpfe verpassen? Sie knackt das Schloss. Danke, du seltsames Holo-Mädchen. Michael, Geister gibt's wirklich. Du hast als Kind reichlich Bleifarbe gefressen, Miss Boomerang. Ja? Und? Dun, 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 dun. Gehen wir zurück so. Zur Halle, bevor Waller uns durch den Fleischwolf dreht. Ich will jetzt einfach hoch, ja. Oder wir gehen doch mal zum Batman-Erlebnis. Ab, 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 ab. Ah, folgt diesem grünen Strahl. Der findet Lantern in irgendeinem beschissenen Konstruktschloss. Neidisch, Deadshot? Du klingst neidisch. Alles ohne, wenn ich frei habe. Nice. Sehr beeindruckend. Aber wir müssen zurück zur Halle der Gerechtigkeit. Heute kein Sightseeing. Irgendwie noch ein bisschen so verwirrend, wann ist jetzt hier was los, wann wird jetzt hier gekämpft, irgendwie ist das so ein bisschen willkürlich hier und da, finde ich. Ich bin gerade übelst zermüllt hier, ey. Aus den anderen Spielen. Kommen wir mit dem Boomerang gerade nicht klar. So. Das Ding kann ich. Ja, ich wollte schon sagen, ich muss auch irgendwie kaputt machen können. Warte nicht, bis Waller uns Beine macht. Ab ins Allerheiligste. Nein, da. Mann, die League muss etwas hinter dieser Tür haben, das uns gegen Waller hilft. Ja, lass deine Muckis spielen. Da keiner hilft ihm. Ganz ruhig, Mann. Dieser Job verlangt Finesse. Vielleicht ein wenig Fingerspitzengefühl. Ich hab den Knochen berührt. Die ganze Zeit über hat es... Ganz ruhig, ganz ruhig. Du kannst ihn zerfleischen, nachdem wir drin sind. Hast du noch mehr Flash-Teile, von denen wir wissen sollten? Nur den schnellsten Daumen im Westen. Oh, voll smart. Das hat das
natürlich voll mit Absicht gemacht hat. Nach dieser Geschmacklosigkeit sind wir wieder auf Kurs. Okay, klauen wir ihr Zeug. Booster aktiviert. Alles ist fest verriegelt. Checken wir was. Ups. Mir nochmal einen neuen Kaffee machen eben. Das ist ein Scheißproblem. Ich werde von hier verschwinden. Und diese Karte wird mir zeigen, wie. Gehorche! Computer, aktiviere die Bedrohungsanalyse-Matrix. Was? Habt ihr etwa noch nie einen Bad-Computer gesehen? Er kann nicht alles Mögliche. Man kann zum Beispiel Snake spielen, man kann... Wow. Ah, kein Lasso? Soll das ein Scherz sein? Ich spiele immer Warrior in WoW. Ich mach das. Kommen die alle hier nach und nach mal vorbei, oder was? Leute, ich hab schon einen Charakter. Ich fang nur jetzt nicht von vorne an. Ich spiel immer Ork, immer Krieger. Das ist schon mein Leben lang so. Ich brauch keine Rast im Kopf haben, weil ich schon einen Charakter hab. Der Level 25 ist. Erkläre dich. Ich verstecke meine Ängste hinter Alkohol und Fehlverhalten. Dann sollten wir denn komplett neu reingehen. Hat ja gar keinen Sinn. Wo finde ich Flash? Batman hat ihn! Bitte töte mich nicht, böse Wonder Woman! Guck, hier ist sein Daumen! Ist einfach so abgefallen, ich schwör's! Deine Leute, Amanda Waller? Zu meinem Bedauern. Waller! Du beschädigst arges Eigentum. Das ist doch scheiße. Meine Tochter bekam Weihnachten ein Wonder Woman-Shirt. Du hast hier keine Befehlsgewalt. Verschwinde und nimm deine Kriminellen mit. Ich komme ein bisschen später dazu. Aber jetzt spiele ich gerade das Spiel, so weißt du, ich brauche jetzt nicht über WoW reden. Wir jetzt bin ich gerade hier bei dem Game am Start. Euch unter uns. Deine Freunde töten jetzt die Menschen, die sie zu beschützen schworen. Batman, Green Lantern, Flash und Superman. Du bist als einzige übrig, Diana. Du musst mit uns arbeiten. Sie wurden von etwas Furchtbarem versklavt. Ihre Gedanken sind nicht die ihren. Ich finde einen Weg, um sie zu retten. Wir besiegen Brainiac und beenden diesen Irrsinn. Diese Halle ist für Helden, nicht für euch. Lassen wir sie einfach so gehen? Sie ist bereits fort. So wie dein Mut, wenn du bedroht wirst. Als Maulschark! Sie tut nicht, was getan werden muss. Kann es nicht tun. Viel zu ehrenhaft. Da kommt ihr ins Spiel. Dann kommt ihr ins Spiel. Task Force X. Eure neue Mission lautet, tötet die Justice League. Voll die Arrogante. Hm. Wir haben keine Chance. Ich habe schon Fische gegessen, die härter waren als... Es ist halt sehr viel so Sequenzenkram und so. Also es ist halt cool, wenn man so die Story richtig fühlt und so.
Vor Ort ist noch eine Taskforce-Agentin, die euch helfen wird. Trefft sie, bevor ihr aufbrecht. Das ist alles. Ist halt sehr, sehr viel so, ich laufe von A nach B und dann bin ich da und dann für die drei Leute und dann gibt es erstmal wieder eine Sequenz. Durch das Sicherheitssystem sind wir unaufspürbar. Ja. Hey, Soldat. Aber wir haben den Laden jetzt hier so ein bisschen eingenommen. Scheiße. Oh. Sorry, Doc. Für jemanden, der auf Waffen steht, ist das hier doch sicher ein Traum. Ein ganzes militärisches Arsenal. Ja. Er wird jetzt gefoltert. Hey, das ist doch die Kleine, die uns aus Batmans Bude gelassen hat, oder? Puh, einfach verreckt beim Öffnen einer Tür. Ruhe in Frieden. Sie hält Winterschlaf. Im Koma. Armes Ding. Warum bringen Sie sie so hierher? Wonder Woman hat euch platt gemacht. Hast du einen Knall? Oh. Oh. Außerdem ging es in diesem Kampf auch ganz schön hin und her, Kleine. Kleine? Nee. Ich bin keine deiner Inkognito-Browser-Suchen. Eine ganz schön große Adrenalinspitze, die deine Nanobombe aussendet. Warte. Die Bomben haben Fitness-Apps? Nicht direkt. Aber sie überwachen eure Biorhythmen. Ja, wenn man selber so ein bisschen interaktiv sind, mit sprechen könnte, ne? Ja, true. Das ist mein Job. Das stört mich auch gar nicht so per se, weil keine Ahnung, spiel halt sonst immer sehr viele Multiplayer-Games, wo man halt eh nicht so viel Interaktion hat und keine Dialoge. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt am Anfang vor allem viel ist und irgendwann wird man so ein bisschen auf Grind-Basis die Bosse jagen. Gehe ich mal von aus. Hey, so kann ich Paula, alles Mögliche tun. Passt mal auf. Ihr reagiert schon auf Gewalt und Angriffe. Aha. Ich habe nur die Systeme freigelegt. Kämpf und beweg dich mit Stil, um in den Flow zu kommen. Adrenalin aktiviert die Fähigkeiten. Aber wenn ihr es vermasselt, dann verliert ihr eine große Menge Flow. Verstehe. Verdiene XP, indem du Feinde tötest und Aktivitäten abschließt, um die aktuelle Stufe deines Charakters zu erhöhen, um Talentpunkte in einem der drei Zweige des Talentbaums zu erhalten. Wähle aus den verfügbaren Stufen an Talenten, um Schaden, Verteidigung und mehr zu erhöhen. Genau. Und neue Fähigkeiten für den Kampf freizuschalten. Einige Talente sind immer aktiv, während andere durch bestimmte Konditionen ausgelöst werden. Wie zum Beispiel Bewegungsaktionen, feindliche Treffer oder Kills und erhöhten Kampf-Kombo. Talententscheidungen sind nicht permanent und können an fast jedem Punkt bearbeitet werden. Also probiere verschiedene aus und folge den empfohlenen Spielstilen, um in deinem bevorzugten Thema, um dein bevorzugtes Thema zu finden. Kampf-Kombo wird erhöht, indem Bewegungsaktionen geschickt mit Feind-Kills verkettet werden. Verschiedene Talente werden bei verschiedenen Mengen an Kampfkombo und Höhe ausgelöst. Wenn du im Kampf Schaden nimmst, verringert sich deine Kampfkombo. Je schwerer der Schaden, desto größer die Verringerung. Geringerer Schaden verfehlt und verfehlte Schüsse bauen den Kombobrecher auf. Während Schadensvermeidung und geladene Treffer ihn verringern. Wenn der Kombobrecher voll bleibt, verringert er deine Kampfkombo. Erhöhe deine Kampfkombo immer weiter oder sie endet nach kurzer Zeit. Okay. Eine Karte deines physiologischen Potenzials. Fähigkeiten und so. Während ihr im Einsatz seid, kann ich eure Neurochemie umprogrammieren. Oh shit, Alter. Ich verbessere euch. Wo sind denn meine Punkte? Genspaltung und so ein Dreck. Sowas geht ja nie schief. Video abspielen. Keine Sorge. Einfach auswählen. Okay. Starschütze wird bei 5-mal Kombo und höher aktiviert. Wird den Schusswaffenschaden um 25% und lässt kritische Konter 5% Schilde regenerieren. Okay. Wie auch immer, die Direktorin hat eure alten Kostüme hier gelagert. Die Psychiater sagen, dass vertraute Dinge beruhigend sind.
Eigentlich ist diese Waller ja gar nicht so übel. Sie ist diese Waller, ich kann's nicht, ich kann's nicht. Ich kann's nicht ernst nehmen. Es ist einfach, Waller ist so ein vorbelastetes Wort, ey, es ist insane. Na, danke. Alter, wir einfach den Schrank verkaufen. In meiner Größe. Let's go. Eck auf Ariel. Grüß dich. Totschick, Jungs. Richtig retro. Ich dachte da für mich eher an was, das deutlich mehr im Trend ist. Voila. Sie ballert die Mucke hier wieder meine Mutter aus dem Arsch. Holy shit. Was ist das für eine vulgäre Aussprache? Hier wird nicht gefaked. So. Grün sehen. Mach's dir nicht zu gemütlich. Wenn alles vorbei ist, geht's zurück nach Arkham. Ja, ich dachte, ich bin dann frei. Jetzt, da wir uns kennen, geht raus und sammelt Daten. Das ist die Stelle, an der ich deine Hirnchemie kitzeln darf. Das macht dich garantiert zu einer besseren Tötungsmaschine. Okay. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich gerade Punkte ausgeben kann, oder? Töte Green Lantern. Okay. Das schaffen wir heute noch, hoffentlich. Wir wollen ja nicht, dass die Aliens sich einschleichen. Oh, geil. Und uns in Stücke reißen, während wir essen, oder? We welcome all heroes. Nice. Da ist er. Peng, 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 peng. Wahrscheinlich jetzt erstmal finden, dann muss ich seine. Sich mit diesen Kinder Leuten anzulegen, ist Selbstmord. Stimmt's? Ihn. Irgendwie. Stellt euch nur vor, Harley Quinn tötet die Justice League. Oh, will sich der Sidekick etwa beweisen, jetzt wo ihr Macker tot ist? Sidekick? Och, Schätzchen. Ich bin ein verdammter Superstar. Klasse. Quinn hat also Bock drauf zu bleiben und sich umbringen zu lassen. Was ist mit unserem King? Bist du Team Waller oder Team bloß raus aus diesem Scheiß? Team Waller, Digga. Das ist eine kompliziertere Frage, als du dir vorstellen kannst, Söldner. Und auch keine Wahl. Solange wir Wallers Bomben in unseren Köpfen haben. Aber der Nano-Injektor, den sie uns gab, stammt von dort. Was? Bei der Taube? LexCorp. Claro! Wir schlendern rüber und fragen, ob sie Retouren akzeptieren, ja? Nie im Leben lässt uns Waller dahin. Die killt uns! Nicht, wenn wir auf sie hören, bis sie uns vertraut. Wir gehen zu LexCorp. Bomben raus.
Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Mir scheißegal. Klar. Hallo, Walla! Captain Boomerang, Teamchef, meldet sich zum Dienst. Und? Naja, wir freuen uns ja drauf, die Justice League zu töten, aber die Waffen sind halt scheiße. Nicht so ungut. Geht nach Nordwesten. Der letzte bekannte Standort eines Waffenhändlers aus Gotham. Oswald Cobblepot. Der verdammte Pinguin? Ihr wollt länger als 10 Sekunden gegen Krieg bestehen? Cobblepot nutzt seit Jahren Antimeter-Waffen. Ich will, dass er ihn rekrutiert und ihn mir zur Halle der Gerechtigkeit bringt. Oh, ich werde ihm sowas von die Scheiße aus dem Leib rekrutieren. Auf geht's, Rekrutierungskommando! Jetzt rekrutier. Immer langsam, Paul. Da braucht's gute Worte und Gewalt. Ha! Meine Zeit ist gekommen, ich kann nicht. Aufgeputscht? Achso, weil der Bock hat. Verstehe. Bam, 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 badam. Wie schnell darf ich? Metropolis, hier ist Lois Lane mit einem Update zur aktuellen Krise. Wie mehrere Augenzeugen berichten, kann ich bestätigen, dass Bruce Wayne vom Schädelschiff zurückgekehrt ist. Er wurde verwandelt. Ich habe nicht ausgegebene Talentpunkte. Du kommst immer wieder, Boomerang. Aber wie gebe ich die aus? Talent bearbeiten. Achso, jetzt habe ich ihn ausgewählt. Verstehe. Batman hat wahrscheinlich jetzt mit jeder Klasse machen. Oder getötet. Also mit jedem und Charakter. Und mittlerweile auch Jagd auf unsere Bürger von Metropolis. Jung. Wir wissen, wozu Batman fähig ist. Wenn sie ihn sehen, ergreifen sie die Flucht. Dann nur zu, Quinn. Nicht, wenn Waller Ozzy lebend will. Hallo, Pingu. Erinnerst du dich? Nein. Eine regelrechte Schurkenparade. Wer ist der Große? Ich glaube, sein Cousin hat für mich gearbeitet. Oh, welcher? Meinst du? Den haben wir aus dem Zirkus. Wir machen einen Abflug, bevor Argus uns findet. Kommst du mit? Aber wir arbeiten doch für sie. Ihr tut was? Oh, Glutshark. Nettes Gespräch. Gerne wieder. Grüß die Einheimischen von mir. Wow. Ihr wart mieser als Eddie Nygmas Stand-Up-Programm in Arkham. Auch da musste ich mir den Weg freischießen. Yo, Peppy, danke schön für den T1. Danke für den Sub. Danke schön. Oh, ihre Schilde sind größer als unsere. Groß, aber jetzt hilft's erstmal aus dem Maul. Die wollen, dass wir sie verretten. Eine große Erträge. Oh, was ist jetzt los? Ich bin nämlich... What the fuck? Volles Ziel identifiziert. Häufiger Alarm. Er lockt noch mehr Gegner an. Ich glaube, dieser Pinguin will uns töten. Nein. War das Sarkasmus? Ha! Der halber Bitte! Oh shit! Oh, ich bin zu weit geflogen! So. Unglaublich, dass Pinguin versucht hat, uns umzubringen! Ja. Yep. Wenn ich darüber nachdenke, ja. Wow, ein mächtiges Vertrauensproblem. Egal, schnappen wir uns die kleine Petze. Machen wir. Oha, jetzt habe ich jetzt den Move verstanden. Der Pinguin wird für seinen Verrat teuer bezahlen. Let's go.
Ich finde, das Game ist echt cool. Also, es ist auf jeden Fall interessant, aber es ist sehr viel Cinematic-Sequenz. Also, zumindest jetzt am Anfang ist da sehr viel. Oh, armer Pinguin. Gequatsche. All das Geld konnte dir nie wahre Treue erkaufen. Auch wenn's cool ist, aber ja. Verpiss dich, Witwe. Was brachte die Treue dir? Oswald Cobblepot. Wie schön. Wir haben einen Job für dich. Sag's ihm, Quinn. Du machst jetzt Waffen für uns vier, Spatzenhirn. Das ist dein Glückstag. Aber hallo! Ich handle nicht mit Abschaum. Du hier, der Söldner und was immer die zwei da darstellen sollen, verpisst euch! Hey, du hast mich vergessen? Ich hab für dich gearbeitet! Zweimal! Alter. Und jetzt hängen wir da zusammen drin, Mann. Okay, Waller. Wir haben den Pinguin. Da war ja jemand fleißig. Wann hast du das alles gemacht, Ozzy? Waller, so ein bisschen der Pinguin das flieht. Wiederhole, der Pinguin flieht. Stutzen wir ihm die Flügel. Geschmorter Pinguin. Bringen wir ihn. Oh mein Gott, er steht auf. Ich versuch's nochmal. Nein. Er ist gerade raus. Haltet ihn auf. Hat's geklappt? Nein. Es hat absolut nicht geklappt. Voila. 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 Komm, spreng. Oh. Shark. Ich bin enttäuscht. Du Vollidiot. Wir hätten noch weitermachen können. Voila, Krise. Ja, ist ja wirklich so. Hallo. Kommt gerade recht, um uns dafür zu danken. Nein, wirklich. War uns ein Vergnügen. Brauchen keine Geschenke. Oh Gott. Scheiße. Bist du nicht Wallace Lieutenant Arschkriecher? Ihr nennt mich Colonel Rick Flagg. Und alle von euch täten besser daran, mich nicht zu verärgern. Okay. Wenn ich was sehe oder höre, das ich nicht mag, dann wird Direktorin Wallace auch nicht mögen. Und das wollt ihr nicht. Du wirst uns mögen, Colonel Rick Flagg. Das bezweifle ich, Shark. Aber ich weiß, wie gut ihr Chaos stiften könnt. Also, Brainiac hat eine Wanzenfarm in Midtown abgesetzt, schwer bewacht, pumpt Terminals in unsere Stadt. Ihr werdet sie aufhalten. Na gut. Oder beim Versuch sterben. Ganz schön frech. Er wirkt nett. Ganz schön frech. Was ist ein Terminat? Wie wär's, wenn wir uns einfach gleich terminieren? Na? Na? Was ein Bullshit. Erledigt die Terminatbrüter in der Central Station, TFX. Ich will ein sauberes Haus. Ach, jetzt ist er quasi... Ah, jetzt haben wir ihn rekrutiert, verstehe. Ja gut, das haben wir quasi auch vorhin gesagt. So, jetzt müssen wir die Wanzenfarm zerstören. Bin schon weg. Hier ist Lois Lane. Einige Menschen in der Stadt kämpfen ums Überleben. Andere leisten Widerstand gegen Brainiac. Der Anführer einer Auto, der mit uns über Rettungs- und Verteidigungsaktionen vor Ort sprechen will. Jetzt sind wir irgendwie so auf dem Weg so durch die halbe City, ne? John, sind Sie da? Können Sie mich hören? Ja. Sind Sie bei Ihren Freunden? Zivile Miliz. Wir sind nicht irgendwelche Wochenende. Sie waren also alle bei Militär? Er steht mir nicht frei. Ja, der ist mal da. Miss Lane, aber
switchen. Ich finde das Movement mit dem Boomerang ganz cool, aber ich stehe nicht so auf seine Shotgun, muss ich sagen. Hä, ja, habe ich keine Muni mehr, oder was? Gut. Es gibt auch die ganze Zeit Dialoge, ne? Das fällt mir auch mal so auf. Also es gibt eigentlich keine Phase, wo es keine Dialoge gibt. Kann aber dadurch natürlich sich den ganzen Erfolg quatschen lassen, ne? Wenn man das platt machen. Die Terminatbrüter hängen an einem Netz aus irgendwelchen Energiequellen. Schießt sie in Stöcke. Gute Strategie, Flag. Deshalb bist du Colonel geworden. Wo wir von Beförderungen sprechen. Ich überwache eure Leistung. Cool. Am wenigsten Mistbaut. Extra, Dankeschön für den Sub. Übernehmen. Dankeschön. Die Filter sind echt gut abgeschirmt. Ich dachte, das wäre ein schneller Job. Also ich muss die werden sicher Fälle von den Kristallen angetrieben. Tut, was ich gesagt habe. Bringt den Brüter her und ich zeige euch die damit verbundenen Kristalle. Yeah, 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 yeah. Hier zu gucken ohne Werbung, sehr gut. Ich befürworte das. Das geht auch super, klar. Aber ich meine nur, also es wird halt sehr viel geredet. Zumindest jetzt am Anfang. Was für mich dann halt so ein bisschen einfach so zu viel Ruhe in das Game bringt, weil ich gerade einfach nur Bock hab, hier die Leute wegzuklatschen. So. Also die Feinde. Kristalle und dann die Brüter. Ziehen. Ich muss erst die Gegner töten, ne? Weitere klasse Aktion von eurem Boomerang. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. So, jetzt wird hier erstmal das Loch gestoppt. Pinguin, zeig ihm, was sie gewonnen haben. Brave Hündchen, ganz toll gemacht. Jetzt muss ich euch wohl eine Belohnung geben. Mhm. Los, rauf mit euch aufs Dach. Verdammte Sonderlieferung per Backpot. Für den ganzen Held von den anderen nicht? Tut mir einen Gefallen. Stellt euch durch. Also, wie gesagt, erstmal sind Geschmäcker immer verschieden. Das darf man ja nicht vergessen. Und wenn dir das Spiel gefällt, umso besser ist es doch. Dann für dich. Auf das Spiel. Oh, wir sind mittlerweile mittendrin. Wir standen dabei. Bei dieser Entfernung sollten wir nicht unter dem Badpot stehen. Was glaubt ihr, wie gut ist der Pinguin als Schütze? Ich sag, da gibt's eine Menge Potenzial für Arbeit. Special Delivery. Mission abgeschlossen. Okay, Toastmaster, ungewöhnlich. Ah, jetzt habe ich eine neue Waffe, okay. Verstehe. Eine Legendary. Okay. Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Ich würde das gerne mal halt... Genau. Oha, okay, macht deutlich mehr Schaden. What the fuck? Okay, also es ist halt schon so, dass du dann so neue Waffen und sowas dann freischalten kannst. Die Sachen dann findest und dann machst du einfach mehr Damage. Und zwar nur 10 Schuss pro Magazin, aber deutlich mehr Schaden. 3% Munitionserhalt durch kritische Treffer mit dieser Schusswaffe. 11% mehr Munitionskapazität für Scharfschützengewehre. Ah, das sind noch so Passiv-Skills. Mhm.
Mein Körper ist eine Waffe. Das ist meine Faustwaffe. Okay. Verstehe. Okay, aufgepasst, TFX. Das kommt live vom Watchtower-Satelliten der Justice League. Mhm. Wir verfolgen Gegner mit einem Datenlink zur Shadowshift-Kommunikation. Wir wollen die Daten und ihr holt sie uns. Deadshot, ich will dich als Anführer. Du musst fürs Team die nächste Mission wählen. Und die anderen, zeigt mir, dass ihr was drauf habt, dann könnt ihr auch mal anführen. Ja, ist egal, ob ich da jetzt... Also ich glaube, Legendary ist sowieso trotzdem besser. Egal, ob Sturmgewehr oder nicht. Also im Vergleich. Entschuldigung. Wir haben einen Datenträger und ein signifikantes Aufgebot in diesem Gebiet. Glaubt nicht, dass diese Mission einfach wird. Unser meistgesuchter Datenträger ist in der Nähe dieses Meerstöckigen. Machen wir das. Unser meistgesuchter Datenträger ist in der Nähe dieses mehrstöckigen Parkhauses. Die Direktorin ist nicht mehr die größte Gefahr für euch. Wir haben Berichte über feindliche Scharfschützen in der Stadt. Gemein, schlau und mit einer Art elektrischer Munition. Verstehe. Augen auf. Okay, Doki. Schnapp sie alle. Achso, das ist meine Belohnung jetzt gewesen, oder? Na gut. Das Scheißding ist überall. Die Welt sieht so abgespaced aus, ey. Holy shit. Ich will schon so ein Mini-Event machen. Von der Schuss. Ich leg mich mit Schwarzen Scannen. Ja. Mit diesem Feed komme ich in das Netzwerk des Schädelschiffs. Verschafft mir Zeit. Ihr habt's gehört, TFX. Kümmert euch um alle feindlichen Truppen, bis unsere Nerds haben, was sie brauchen. Machen wir. Das wird langweiliger Technologiekram. Ich liebe es zu kämpfen. Nehmen wir mal Harley. Da kann ich, es ist mir eine Ehre, kriegen, dein Gehirn zu optimieren. Achtung, noch mehr Gesellschaft. Scharfschützen macht es ihnen nicht so leicht. Barbara. Ara, ara. Das sah sehr heftig aus. Ei. Gehen sich irgendwie mal weg hier von mir. TFX, wir sind hier fertig. Die Daten sind gut. Oh,
toll! Nichts ist schlimmer, als unsere Ärsche für schlechte Daten zu riskieren. Jede Menge Hintertüren in die Schädelschiff-Kommunikation. Wird euch gefallen. Sie reden über euch. Ich will halt alle Klassen einfach mal ein bisschen spielen, deswegen habe ich jetzt einfach mal auf Harley Quinn gewechselt. Aber klar, ich hätte jetzt auch die andere Waffe spielen können. Geht hier jetzt auch was? Verbinde gegnerischen Funkkanal mit eurem Funkraum jetzt. Haltet euch an die Zielliste mit niedriger Priorität. Profile Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark. Egozentrische Idioten. Erwartet nicht, dass sie als Gruppe agieren. Isoliert sie und eliminiert sie. Abschalten, abschalten! Okay. Achso, sie kriegt jetzt auch Loot. Ist auf jeden Fall scheinbar besser als meiner. Neues Spielzeug, aber hallo! Ihre Leitungen anzapfen ist eine Sache, aber den Schild des Schiffs knackt man nur mit guter altmodischer Aufklärung. Ich kümmere mich persönlich drum. Ihr vier sorgt für genug Unruhe, um das Ding von mir fernzuhalten. Riskierst du auch deinen Arsch? Militärisches Teambuilding. Verschon uns damit. Das dachte ich auch, Lorden. Machen wir euch vier zuerst zu einem effektiven Unterstützungstrupp. Vorbereitungstraining am markierten Ort. Hack hat ein paar Ideen. Ja. Mal eben gucken. Ich kann das Outfit auch ändern. Oh mein Gott. Habe ich wahrscheinlich durch die Special Edition bekommen. So. Da habe ich jetzt dieses Legendary. Das kann man auch alles ändern. Ich beobachte die Schlüsselpersonen des Widerstands in der Stadt. Die Journalisten, den Wissenschaftler und das kriminelle Element. Sie werden isoliert. Sie werden überwunden. Mhm. Jetpacks, Mann! Einheiten, ich soll für Brainiac euren Einsatz beaufsichtigen. Aber wenn nötig, entferne ich Nachzügler persönlich. Laut Zeitplan. Hack hat eure physischen Daten geprüft. Sucht nach Möglichkeiten, die roten Linien grün zu machen. Mobilität ist euer Trumpf. Ganz sicher nicht Intelligenz oder Taktik. Damit können wir zum Glück arbeiten. Steigere dein Adrenalin durch den Kampf. Dann lassen wir es in Form von Moves los, die mehrere Schurken erledigen und cool aussehen. Okay. Cool. Bei dieser Kampfsimulation geht es ans Eingemachte. Konzentriere mich auf Quinn! Okay, Schaff, wir liegen wieder hier. Konzentriere mein Feuer wie gewünscht, der Schaff. Mashallah. Lisi, dankeschön. Das ist super lieb von dir. Du kannst es jetzt krachen lassen. Also tu es. Mach ich doch gerade. Jetzt hab ich auch mal getroffen. Alter, wie ich die alle nackig gemacht hab. Die nächste Operation machen wir zusammen. Lisi, danke fürs Kommen. Totmann-Schalter. Mhm.
Training abgeschlossen. Aha. Da gibt's die nächste Special Delivery. Oh, da ist ein Legendary drin, oder? Angepasste Einstellung. Alter, what the fuck? Kalibriert und gehört nur mir. Hier kommt ein übergroßes Ego. Tut, tut. Wie kann ich das mit dem anderen vergleichen? Das ist ja insane. Das macht weniger Schaden, ne? Wirkt mehr wie so ein Support-Ding. Alle vier kritische Treffer mit dieser Schusswaffe sorgen dafür, dass sie sofort nachgeladen wird. Diese Waffe hat außerdem eine um 50% erhöhte kritische Trefferchance. Ja. Dieser Duft von neuen Waffen. Er hat gerade einen Penis gezeigt. Das ist ja super. Hoffe nicht mein. Aber das gibt's auch nicht viel zu sehen. Ich freue mich für euch. Wenn wir den Todesschild da oben knacken wollen, brauche ich klare Informationen, ohne Beschuss zu werden. Es wird zu Kalle wechseln, nachdem er Schniedel gezeigt hat. Ihr vier habt die Ehre, unter Beschuss zu geraten. Ich erledige die eigentliche Arbeit. Das lese ich hier schon wieder in meinem Chat. Ich würde gern die Mission leiten. Warum zeigt der Penis? Als Halbgott bin ich ein guter Anführer. Und als zweibeiniger Hai erlege ich Aufmerksamkeit. Hat er meinen Penis gezeigt? Ich möchte nicht... Also ich weiß nicht, ob er das überhaupt kann. Ich glaube nicht. Schöner LAN-Party-Pimmel. Ah, okay. Alter, ich hatte gerade wirklich Schiss, weil ich einmal im Jahr mit Max auf einer LAN-Party bin. Und wer weiß, was der macht, wenn ich schlafe. Der Panzer visiert mich an, muss in Bewegung bleiben. Ist er jetzt gebannt auf Twitch? Imagine. Imagine, Max ist jetzt gebannt, weil er einmal Penis zeigt. Jetzt bin ich hier verwirrt. Jetzt habe ich nur noch Penis im Kopf. Was soll ich hier machen? Was darüber? Zack. Man kann doch jetzt eigentlich die andere Waffe hier mal nehmen. Wo sind denn hier die Leute? Oh, das ist ein Panzer! Oh, Jesus Christ! Hilfe! Es hat keinen Zweck, auf die Drohnen zu schießen. Oh, shit. Das Schädelschiff holt sie sich nur noch schneller. Okay, okay. Also irgendwie macht das aber trotzdem Schaden hier, das Sturmgewehr, weil das eine hohe Fire Rate hat, glaube ich. Auf Lock. Oh shit, mir geht's nicht gut. Alter, wie ich den Panzer gebumst hab. Maschallah. An all die Unterdrückten dort draußen, hier spricht Wonder Woman. Ich weiß, ihr seid noch da. Ich weiß, ihr kämpft noch. Ist auch von Lösch aus dem VOD. Hör auf. Ja, besser ist, Alter. Imagine, er guckt sich einfach irgendeine Doku und auf einmal mit einem Penis gezeigt. Hä, ist das auf YouTube? Oder? Du musst das verstehen. Schließe dich an. Oder halt dich raus. Mann hat auch nie Glück. Hey, diese Drohne kann teleportieren. Das zählt nicht als Fehlschuss. Ich nenn dich ganz sicher nicht. Als ich Penis gehört habe, habe ich kurz bei Henno reingeschaut. Da bist du hellhörig, oder was? Das so vorgesehen hat. Oh mein Gott, ein Penis. Hey, was sind das für Leute? So, wir haben das hier. Auf welchem RAM spielen wir? Wir spielen auf Crusader Strike. Ist größer Kalle Stream. Oh, okay, what the fuck? Flash ist neutralisiert.
So klein ist er gar nicht. Unberechenbarkeit ist jetzt kein Faktor mehr. Wonder Woman ist nun unser einziges Hindernis. Also Wonder Woman gehört zu uns jetzt. Bin ich verwirrt. Geht doch vorhin, hat die doch mit uns Handshake gemacht. Oder wie die Aliens zu einem Bumerang, ja? Ich hab dich nicht um Vorschläge gebeten. Dann war es ein Riesenschlumpf. Ist mir neu. Ich dachte, du liebst Schlägerei. Ist das ein Riss in der Wirklichkeit? Schnell, wir kommen noch zu spät. Ah, ein Echo. Oder? Denkst du etwa, ich will nicht sehen, wie Superman das Band durchlasert? Stimmt. Ich vergesse immer, dass du ein größerer Fan bist als ich. Jeder sollte ein Fan sein. Wenn man Metropolis sagt, denkt jeder an Superman. Und... Psst, warte. Was ist das? Donner? Wehe, es regnet bei der Parade. Was ist, wenn wir diese terranischen Aufständler im Feld erwischen, wie sie hier sind? Oh, du bist ja der Ärger. Taktische Verlagerung. Boom. Schieß auf, Boomerang. Los, jetzt. Das ist wohl noch ein Trink. Wir gehen auf Beine. Das ist eine Art von Argus-Waffe. Muss Flags Ablenkung sein. Neue Info. Einsatz von schwer gepanzerten Soldaten folgt. Lasst sie nicht an euch ran, sonst war's das. Also passt auf. Okay, danke, Waller. In diesem Störer ist ein Terminat, der euer neuer bester Freund sein wird, TFX. Ihr könnt ihn mit Energie versorgen, indem ihr Feinde tötet. Tötet genug von ihnen, dann saugt der Störer die Energie auf und erzeugt einen Schild. Versteckt euch dahinter, wenn das Schädelschiff euch braten will. Machen wir. Lasst euch nicht braten und haltet den Störer am Laufen, bis ich fertig bin. Los geht's. Hat jemand zugehört? Oh shit. Alter, die Legendary, die macht ja übelst Schaden, holy shit. Das Shadow-Schiff hat euch im Blick. Alter, Digga. Also die Moves, die man jetzt ziehen kann, die sind schon Poggers. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Oh mein Gott, das war richtig close. Herr Argus, eure Massenmordmaschine funktioniert. Das war richtig close. Kann die Granate sein? Das ist ein bisschen später, also ein bisschen unterschätzt von der Zeit her. Ja, sicher. Ich kümmere mich um Boomerangs Ziel. Das war's für Sie. Kann ich hier die Headshots verteilen? Okay, Runde 3.
Lust damit, drin zu stehen. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen crazy, weil ich mit ihm die besten Waffen jetzt auch habe, ne? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Ich weiß nicht, ob ich tot bin. Je länger ich liege, desto schlimmer sieht's aus. Oh krass. Das hat mich richtig auseinandergenommen. Hart aufs Maul. Kann ich mich irgendwie heilen? Ich habe noch Talent, die ich verteilen kann. Oh, dann machen wir dich mal zum zweitbesten Attentäter der Welt. Blutung, okay. Das finde ich, glaube ich, gut. Okay. Und dann nicht hoch. Muss auf Beine gehen. Muss auf Beine gehen. Geht in die sichere Zone. Sanitäter! Ich bin am reinscheißen gerade. Aber irgendwie haben wir es noch überlebt. TFX, ich beende die Aufklärung. Exfiltration erfolgreich. Ei, ei, ei. Die Party ist ab. Ja. Ja, der Schloss aktiv ist, geht scheinbar das Loot. Grün. Okay. Okay, eine Schildmod. Okay. Weniger Schild. Überladung. Naja, nehmen wir trotzdem, oder? Kann ja nicht schaden. Das heißt, ich müsste die alle auch separat leveln dann, oder was? Was hat vier nicht explodierte Köpfe bis jetzt? Und gehört zum Funkstern. Haltet alle die Klappe. Kein Bock auf einen Haufen Rätsel und so ein Bullshit. Das heißt, ihr habt vier Köpfe. Der Funkstern ist auf dem Funkturm. Geht zum Funkturm. Ich warte. Eddie Scheiß-Migma. Die Arkham 25 bis Lebens. So, ich will jetzt aber noch ein bisschen hier so kurz mal reinschauen. Keine Sorge, Harley. Ich bin ganz sanft. Mit deinem Hirn. Deinem Hirn. Okay. Wir haben jetzt hier ein paar Talente. So, hier Arsenal. Aussehen. Ich habe welche mit allen. Habe ich ein paar Outfits. Okay. Verstehe. Da finde ich tatsächlich das am coolsten sogar. Ich kann jetzt zwischen den Leuten hier so hin und her switchen. Was hat er so für Outfits? Lol. Er war super stark oder was? Ups. Outfit anpassen. Achso, ich kann so Teile auch anziehen, nur. Verstehe. Er kriegt den hier.
Boomerang. Okay. Alter. Alter, sieht sein normales Outfit auch schon ziemlich cool aus. So, und dann kriege ich jetzt hier immer dann so Waffen. Oh, wait. Die ist noch gar nicht ausgerüstet, wie es scheint. Oder? Hm. Wie kann ich dir denn heute... Also irgendwie habe ich hier teilweise schon Legendaries und Pipapo. Das ist irgendwie ein bisschen weird, weil ich habe die ja gar nicht ausgerüstet. Ein ordentliches Modell. Danke. Jetzt habe ich die ausgerüstet. Okay. Ja, man kann auf jeden Fall super viel machen mit so Talenten und so. Man kann da ordentlich reingrinden. Ordentlich... die ganzen Klassen auf jeden Fall leveln. Man kann ja mit jeder Klasse spielen, wie man Bock hat. Ich finde irgendwie diesen Superman-Anzug mega witzig. Mann, er ist das Letzte. Er hinterlässt Hinweise für Batman. Das macht man doch nicht. Ja. Ist auf jeden Fall ein ganz witziges Game, muss ich sagen. Es ist ein bisschen durchwachsen, so was die Koordination des Games angeht, meiner Meinung nach. Also es ist irgendwie so ein bisschen, ja, man wird so ein bisschen reingeworfen und es gibt viele Dialoge und man muss sich halt drauf einlassen, so. Ist aber nicht schlimm. Also mir macht es halt auf jeden Fall Spaß, vor allem dieses Movement hier mit dem Boomerang und so. Sehr, sehr cool. Auf nach einem Motiv für eine Gruppe Section A zu suchen. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ist auf jeden Fall mal was anderes, als immer nur das Gleiche machen den ganzen Tag. Ein sehr actiongeladenes Game, das man alleine ganz gut zocken kann. Oder halt mit Freunden auch. So, das muss noch checken, was ich da für eine Slotmaschine benutze. Ja. Und ich finde cool, dass man sich hier in der ganzen Stadt frei bewegen kann. Lanterns Militärausbildung wird sich auszahlen, Brainiac. Das Schädelschiff ist vor allen konventionellen Angriffsformen sicher. Wenn der Widerstand Metawesen einsetzt, und wenn schon. Ich bin auf alle Eventualitäten vorbereitet. Okay. Das klingt für mich nach Vivisektion. Ist für uns alle besser, wenn sie in uns integriert werden. Machen wir das da oben nochmal eben. Was schon Green Lantern? Nee, oder? Als neuer Anführer verlange ich, dass Shark mich zu tragen hat. Spiel vor, es bringt mich durch die ganze Stadt. Aber meine Beine bringen mich um. An der Spitze des Turms wird ein verdammtes Fragezeichen sein. Da sind wir, auf dem Gipfel der Welt. Aber mit einem Rätsel. Warum hat Argus euch für diese Mission ausgewählt, aber mich nicht? Das ist die Frage, der ich auf den Grund gehen musste. Also habe ich mich in eure Nanobomben gehackt und eine Reihe lehrreicher Herausforderungen erdacht, die ihr vermasseln könnt. Ich hab nichts Besseres zu tun, Kublau! Fangen wir an. Mein Schatz legt sich auf die Stadt. Mein suchender Blick, der Blick kein Mitleid hat. Böse Riddlers Rätsel. Mein Schatten legt sich auf der Stadt, mein suchender Blick kein Mitleid hat. Mein Schatten legt sich auf die Stadt, mein suchender Blick kein Mitleid hat. Kommt schon, fragt euch, was steht am Kopf dieser Invasion? Also er oder was? Gute Arbeit. Vielleicht habe ich euch unterschätzt.
Ich lege nicht nur eure Hirne auf die Waagschale wie eine ägyptische Gottheit. Nein, die Augmented Reality Herausforderungen, die ich in der Stadt verteilt habe, stellen auch eure Körper auf die Probe. Und wenn ihr sie ausprobiert und immer wieder scheitert, wird Arkes sehen, dass ich, Edward Nigma, der Riddler... Falls ich es extra sagen muss, kein schmieriger kleiner Kreuzworträtsler gibt euch Befehle, sondern ich. Voila, Nigma hat unsere Bomben gehackt. Voila. Weit unten auf meiner Prioritätenliste. Wir haben gute Infos von Koppelbot bekommen. Granatenprototypen, versteckt auf der Bühne für den Tag der Gerechtigkeit im Stadion. Bringt diese Granaten her, Task Force X. Rechnet mit Widerstand. Okay, voila. Schwieriger Kreuzworträtsel-Freak. Ah, ist lustig, weil's wahr ist. Mal sehen, wie euch diesmal wieder blamiert. Wirklich ein Trauerspiel. Muss ich da jetzt durchfliegen, oder was? Fuß lässt nach! Was passiert hier? An alle Einheiten, falls eure Funkgeräte von einem rätselverliebten Terraner gekapert werden, ignoriert ihn. Der terranische Kriminelle ist besessen. Er ist es nicht wert, unsere Mission zu unterbrechen. Ich weiß nicht, ob der Subwoofer das jetzt dafür zu benutzen, aber... Okay, ich schaff die Bestleistung auf jeden Fall nicht. Kommt das nun hier etwas extrem vor? Langsam. Unglaublich, dass du für so eine Leistung auch noch was haben willst. Aber es war ja abgemacht. Du bist kaum ein Schauspieler. Eher ein Schauspieler mit einem Hang zu schlechtem Bier. Es passiert halt sehr viel in dem Spiel, ne? Also es gibt halt super viel Interaktion, keine Ahnung. Super viele Sachen, die gleichzeitig passieren. Super viele Mini-Events, super viele Gegner auch überall. Scheiße. So, erstmal Schild aufladen. Dass jetzt die random so viel Schaden an mir machen, ist halt auch irgendwie so ein Ding. Aber ich bin wahrscheinlich auch nicht so schlau hier gerade unterwegs. Ich bin wieder down. Haben wir mal hoch hier. So. Haben wir ihn. Das Waller wird mich heute Abend noch verfolgen. Ja, wahrscheinlich. Wie hat Waller Pinguins Willen so schnell gebrochen? Ich dachte, er sei ein harter Typ. Hart wie Pudding. Ah, okay. Spiegel gezeigt. Ja, auf jeden Fall an dieser Stelle Dankeschön natürlich an Warner, die mich eingeladen haben, das Spiel mal so anzutesten. Wenn euch das Spiel interessiert, dann schaut auf YouTube gerne in die Videobeschreibung, hier auf Twitch gerne ins Panel oder über den Command Ausrufezeichen Suicide Squad könnt ihr euch das Ganze angucken. Ich beende diese Session jetzt hier an dieser Stelle. Wie gesagt, ist auf jeden Fall ein cooles Game. Ist halt mal was anderes. So in der Form habe ich tatsächlich noch nichts gespielt, wo man auch so hin und her switchen kann. Aber ich habe jetzt eben schon was mit Arkham Knight oder sowas gelesen. Muss ich sagen, habe ich jetzt selber nicht gezockt. Ist auf jeden Fall cool. Die haben alle individuelle Fähigkeiten. Ist eine nette Geschichte. Und kann man vor allem, glaube ich, mit Kumpels und Freunden an einem Abend super nice zocken. Und wird wahrscheinlich eine Menge Spaß haben. Man muss sich halt nicht so hart konzentrieren. Das finde ich eigentlich mal ganz cool, dass das jetzt nicht so ein übelst forderndes Game ist, was die Konzentration angeht. Es gibt natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade, das ist ganz nice. Und ein bisschen Story, wer das Universum mag.
rund um die Helden hier in dem Spiel. Ist auf jeden Fall gut bedient, also würde ich sagen. Ne? In dem Sinne, wette, er ist dann nicht ganz Spaß beim Zocken. Wir brauchen